Facebook-Freunde wurden bombardiert mit der Nachricht: Rettet Ingolstadts Nachtleben. Die lieben Sperrzeiten, das Bürgerfest oder der Eiskeller. Themen, die buchstäblich bewegen. Katharina Gassner berichtet. Gespannt warten rund 350 Menschen am Samstagabend vor dem alten Rathaus auf den Startschuss von Daniel Mieligi. Denn der hatte am Freitag in seiner Facebook-Gruppe Rettet Ingolstadts Nachtleben zu einem sogenannten Flashmob aufgerufen. Es sind ausreichend Leute gekommen. Sie haben sich sehr gut benommen, was auch sehr wichtig war. Sie haben die Anweisungen befolgt. Wir haben das Rathaus beleuchtet und haben auch der Stadt mal ein Licht aufgehen lassen. Ja, meine Oma hat den Lenz abonniert. Das ist ein Seniorenmagazin und ich habe jetzt nachgedacht, ob ich dem Herrn Engert mal ein Abo schenke, falls er nicht eh schon eins hat. Würde zu dem Event passen, wenn es nicht in der Innenstadt ist. Aber ich denke mal, das Fest sollte für die Bürger sein und das sind nicht nur Personen ab 60, sondern auch Jüngere. Und wir gemeinsam wollen dieses schöne, ruhige Fest feiern und dafür setzen wir uns ein. Kurz nach 22 Uhr strahlten hunderte Taschenlampen das Rathaus an, damit der Stadt mal ein Licht aufgeht, so Initiator Mieligi. Aus den Boxen ertönt: Veronika, der Lenz ist da. Ein Gruß an das Kulturamt bezüglich ihres Vorhabens, das Bürgerfest durch den Sommerlenz zu ersetzen. Denn genau diese Planänderung hatte eine gewisse Unruhe ausgelöst. Wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder versucht, mit dem Bürgerfest zu experimentieren und dem Bürgerfest ein neues Gesicht zu geben. Und es war teilweise schwierig, weil eben viele Strukturen in der Innenstadt feststehen. Deshalb kam eben die Überlegung zu sagen, lass uns das Fest ganz neu entwickeln an einem anderen Standort, der ja auch noch altstadtnah ist. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwo ganz weit weg von der Altstadt sind, wenn wir am Theater unten sind. Es gehört ja noch zur Altstadt, zumindest diese Donauseite. Aber uns einen Standort zu suchen, wo wir neu beginnen können, das war die Ausgangslage. Doch die Ingolstädter sind besorgt um ihr Nachtleben. Eine Boomtown ohne Spaßfaktor. Mit dem Flashmob wurde ein Zeichen gesetzt. Es sollen nicht einfach Entscheidungen über die Köpfe der Bürger hinweg gefällt werden, so Daniel Mieligi.